wie er an sich. Es gab nur einen Menschen, der so stinken konnte. Denn er duschte sich die ganze Zeit nicht. Er musste es sein. Ich hatte ihn endlich gefunden. Hatte ja auch lang genug gedauert. Sie hatte sich nicht kampflos ergeben. Sie hatte ihn erwartet und sie hatte gekämpft. Diesen Verräter schwer verletzt. Gut gemacht, meine kleine Atsumomo. Um den Rest kümmert sich schon Daddy. Daddy? Gott? Na mal sehen. So, ab jetzt weiß ich wieder nicht, wie es weiterging. Dann kann ich genauso gut auch wieder hier drüber speichern. Jeden Tag und jede Nacht zog es mich raus in die Stadt. Wohlwissend, dass mein Schicksal da drauf auf mich wartete. Und doch zögerte ich, als wollte ich es nicht finden. Doch ich war kein Schatten und der Drang zu leben in mir glühte noch immer mit heller Flamme. Ich musste leben. Ich musste töten. Okay. Hey. Nur ich war dazu in der Lage. Na dann, stich sie ab. Ich hatte sie gefunden. Es scheint, als hättest du dich endlich aus deinem Loch herausgetraut. Wir dachten bereits, dass du den Schwanz eingezogen hättest. Du bist die Letzte, Atsumomo. Glaubst du echt, dass es mit mir enden würde, dass du das bekommst, nach dem du suchst? All deine Bemühungen waren nutzlos, sie werden nichts bewirken. Ihre Augen glühten in einem mystischen Rot. Endlich zeigte sie ihre wahre Natur. Ich konnte ihre Macht explodieren fühlen. Mein letzter Kampf hatte begonnen. Es war kein Kampf, es war ein Zusammenbruch. Verdammt. Und doch. Ich konnte ihre Attacken sehen. Ich schaffte es, ihnen zu entgehen. Ich konnte sie parieren und selbst zurückschlagen. Special Effects. Ich hatte sie getroffen. Du bist ein Narr. Der Narr hier bist du, Hatsumomo. An meinem Arm tropfte das Blut herunter. Ein Teil von ihr und ein Teil von mir. Du denkst also wirklich, dass du etwas ändern könntest? Du wagst es, die Entscheidung der Götter in Frage zu stellen? Deine Entscheidungen, Hatsumomo. Nicht die der Narren, die sich Götter nennen. Bereit für die nächste Runde? Dieses Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Ich erhob mein Schwert für die nächste Runde. Das Schwert, welches ich eigens für ihren Tod geschmiedet hatte. Ich freue mich zu sehen, was jemand deines Kalibers wirklich drauf hat. Auch Hatsumomo zog endlich ihre Waffe. Bis jetzt hatte sie nur mit ihren Händen gekämpft. Aha. Dafür waren aber sehr viele Hiebe in den Animationen zu sehen. Sehr, sehr spitze Fingernägel. Eine lange Lanze erschien mitten in der Luft, viel zu groß für einen normalen Zweikampf und vor allem viel zu schwer. Hatsumomo jedoch griff lässig danach und schwang sie, als wäre sie so leicht wie eine Feder. So viel Platz ist hier doch überhaupt nicht, oder sind die Shitotore so riesig? Sie machte ihrem Ruf wirklich alle Ehre. Es ist Gung hier! Stopp! Wir standen beide still, unsere Waffen in der Hand. Würde sich einer rühren, so würde er sterben. Das wussten wir beide. Lass uns die Sache beenden, bevor wir schlafende Hunde wecken. Die Spitze der Lanze schwang in meine Richtung, blieb dann regungslos einen Moment in der Luft hängen. Ich griff mein Schwert fester und machte mich bereit. Dies war der finale Schlag, endlich war es soweit. Es konnte nur einen Sieger geben und nur ein Traum fortbestehen. Stirb, Sklave! Ich kenne die Pose und ich kenne das Spiel, aus dem es ist. Cool. Ganz gut, ja, hat mir auf jeden Fall gefallen, ja. Okay, der letzte Angriff. Wenn der Kampf genauso ausgeht wie der Kampf in dem Spiel, dann wird ich verlieren und Hatsumomo gewinnen. Naja, mal sehen. Meinem Ziel so nahe. So nahe, ich kann hier Shampoo riechen. Was? Ah, oh, na klar, die Special Effects sind ja auch aus dem Game. Jetzt fällt's mir doch glatt mal auf. Nun ja. Ich schlug die Augen auf, meine Hände waren in der Bettdecke verkrallt. Ich nehme an, wir sind zurück bei Tomoya? Ja. Mein Atem ging in heftigen Zügen, mein Herz schlug, als wollte es meinen Brustkorb sprengen. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Albtraum gehabt, doch ich konnte mich nicht an ihn erinnern. Wo bin ich? Na, stimmt ja, ich war am Vorabend auf Makotos Türschwelle zusammengebrochen. Ich setzte mich auf und bemerkte dabei noch etwas anderes.
Die Schmerzen sind weg? Mein Rücken tat nicht mehr weh. Ich fühlte mich auch sonst viel besser. Vielleicht war Schlaf wirklich die beste Medizin. Mit einem kraftvollen Schwung schwang ich mich aus meiner Liegestatt. Ja, das war wohl vielleicht auch gar nicht so. Okay, der Rücken war noch nicht ganz abgeheilt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Zumindest schien ich wieder einigermaßen okay zu sein. Nur schnelle, hektische Bewegungen oder Bewegungen, bei denen der Rücken arg beansprucht wurde, sollte ich eventuell vermeiden. Naja, besser als nichts. Heute war Freitag, aber auf Schule hatte ich wirklich keine Lust, zumal ich immer noch nicht wusste, ob die Sache mit der Strapse dort ernste Konsequenzen haben würde. Garantiert. Es ist überall. In der Schülerzeitschrift. Auf jedem Plakat. An jeder Wand. Tomoya ist ein Strapsendieb. So sieht's aus. Du kannst vielleicht heute davonlaufen, doch morgen wirst du dich stellen müssen. Der Satz von diesem Streetworker fiel mir wieder ein. Vielleicht hatte er recht. Ich sollte wirklich langsam wieder zum Unterricht gehen. Aber er sagte ja morgen. Und morgen ist das, heute von gestern. Was? Ne, Moment. Ach, egal. Heute ist das morgen von gestern, wurde er so. Nein, wäre ja wieder falsch. Das morgen von morgen ist auch ein Morgen. Genau, das würde passen. Okay. Ja, würde schon schief gehen. Im Nebenzimmer hörte ich Makoto's Stimme. Er redete wohl mit seiner Mutter. Seine Stimme klang ziemlich erregt, genau wie ihre auch. Stritten die beiden etwa? Das wäre selten. Ich war bereits oft bei Makoto zu Besuch gewesen und hatte nahezu genauso oft hier geschlafen. Aber ich habe ihn fast nie mit seiner Mutter streiten sehen. Während mein Vater und ich bei nahezu jedem Gespräch in die Wolle kriegen, schien Makotos Familie ihren Sohn schon lange aufgegeben zu haben. Sie erwarteten keine Wundernoten von ihm und waren froh, wenn er nicht zu viel Ärger bereitete. Wenn die beiden sich nun stritten, konnte das nur bedeuten, dass er etwas wirklich Schlimmes angestellt hatte. Ich war neugierig geworden und lehnte ein Ohr gegen die Wand, um zu erfahren, worum es in dem Streit ging. Gut, dass die Wände so dünn sind. Ich hab dir doch gesagt, dass Kotomi gestern gekommen wollte. Ja, deswegen bin ich ja auch hierher gekommen. Denkst du nicht, dass ich das weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht ihm früher sagen, dass er nicht kommen soll? Sie redeten über mich? Er stritt sich wegen mir mit seiner Mutter? Warum das denn? Hab ich ihm doch klar und deutlich, dass er dennoch kam, dafür kann ich doch nichts. Oh, doch, denn anscheinend hast du ihm ja nicht klar genug gemacht, dass er hierher nicht mehr kommen soll. Was, nicht mehr? Was? Sie wollte mich hier nicht mehr haben, aber warum das denn? Ich kam vielleicht mit meinem Vater nicht gut aus, aber ich hatte nie Stress mit der Mutter von Makoto. Ich war schlau genug, um nett zu den Personen zu sein, von denen ich noch etwas wollte. Ich hätte niemals riskiert, eine freie Schlafstätte zu verlieren. Meine Güte, Mutter, er ist auf der Türschwelle zusammengebrochen. Ich glaube nicht, dass er eine andere Wahl hatte, als hierher zu kommen. Hast du seinen Rücken gesehen? Er war komplett verbunden. Irgendwas ist mit ihm passiert. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Wirklich nicht? Wow, wie gefühlskalt. Hat sie da eigentlich eine Zigarette im Mund oder ein Lolli? Kommt mir auch sehr bekannt vor. So. Ja, wer weiß. Ich will diesen Straßenjungen nicht mehr in meiner Wohnung haben. Was? Was sollen denn die Nachbarn von uns denken, wenn wir hier jeden dahergelaufenen Straßenjungen durchfüttern würden? Was? Das reichte, mehr brauchte ich nicht zu hören. Die Situation war klar. Sie war nett, solange es ihr passte, und jetzt fürchtete sie um ihren Ruf und stieß mich beiseite, wie ein altes Spielzeug, das ausgedient hatte. Nun, in dem Fall wollte ich sie nicht weiter belästigen. Ich schaute mich kurz in dem Zimmer um. Es gab zwei Ausgänge, einen ins Wohnzimmer und einen in die Küche, welche ebenfalls mit dem Wohnzimmer verbunden war. Ich lief in die Küche und packte mir ein paar Lebensmittel in die Tasche. Meine Schuluniform, etwas Obst und Brot. Das war eine kleine Strafe für das, was ich vorhin gesagt hatte. Wow, du bist fies, Tomoya. Diabolisch. Es war für mich schwer zu glauben, dass ein Mensch so schnell um 180 Grad wenden konnte, dass ich ein Mensch bin. Aber wenn sie es so wollte, dann konnte ich auch den typischen Straßenjungen spielen. Sie sollte froh sein, dass ich nur Essen mitgehen ließ, dachte ich bei mir, als ich durch das Fenster auf die Straße kletterte. Es war noch zu früh, um zur Schule zu gehen, darum lief ich erst einmal in Richtung der Innenstadt, um mir dort die Zeit zu vertreiben. Einen Apfel aus der Tasche holen, schritt ich die Schaufenster der Geschäfte entlang, um auf andere Gedanken zu kommen. Doch die ausgestellte Werbung für irgendein neues Horrorspiel ließ mich ziemlich kalt. Ich hatte eh keine Konsole. Dead Rising?
2. Sage ich jetzt nur, weil es gerade neben mir liegt. Obwohl, nein. Ich glaube, das war nicht allzu... oder? Bin mir nicht sicher. Sollte zu neu sein. Wie auch immer. Als würde es heutzutage nichts Wichtigeres mehr geben. Hey, Kenji. Sieh an. Du bist ja auch schon wieder unterwegs. In der Spiegelung des Schaufensters erschien eine weitere Person. Ich hatte sie bislang erst einmal getroffen, doch die ungewöhnliche Gestalt würde ich so schnell sicher nicht vergessen. Wäre ich zur Villa gegangen, hätte ich ihn wahrscheinlich noch gar nicht getroffen, oder? Na, vielleicht doch. Bestimmt auf dem Weg. Ich denke mal, dass man ihn so oder so trifft. Sie sind doch dieser Streetworker. Verdammt, ich bin kein Streetworker. Streetworker? Ich hab dir doch schon einmal gesagt, dass ich das nicht bin. Er lachte. Dann streckte er mir die Hand entgegen. Nenn mich Kenji. Danke. Das ist wesentlich kürzer. Ich ergriff sie etwas lustlos. Tomoya. Also Tomoya, was verschlägt dich so früh am Morgen in die Stadt? Doch nicht etwa dieses neue Videospiel? Oh Mann, ich hatte nicht einmal gewusst, dass es heute erscheint. Nein, Stress. Aber warum sollte ich einem Fremden etwas darüber erzählen? Klar, sein Tipp das letzte Mal war richtig gewesen, aber ich hatte das schließlich auch selber gewusst. Du willst wohl nicht darüber reden? Ich sagte darauf nichts, sondern tat so, als würde mich das Spiel in dem Schaufenster plötzlich unheimlich fesseln. Ärger mit Familie oder Freunden, stimmt's? Irgendwas ist vorgefallen und du hast das Weite gesucht, anstatt das Problem zu lösen. Was geht sie das eigentlich an? Hey, cool down, mein Junge. Kein Grund, ausfallen zu werden. Du musst lernen zu erkennen, wenn dir jemand nur helfen will, Kleiner. Wofür hält sich der Mann eigentlich? Für den Wohltäter der Menschheit? Nein, glaube ich nicht. Normalerweise hätte mich sein Gerede schon lange auf 180 gebracht, doch seine ruhige, gelassene Stimme verhindert dies irgendwie. Ja, sie bewirkte schon fast das Gegenteil. Er ist Hypnotiseur. Wie nennen die sich heutzutage? Keine Ahnung. All the world needs is me. Damn it, I've got my values. Hey, Vedo, schießt mich jetzt wie dieser irre Joshua. Ich drehte mich um und wollte gehen. Wenn ich jetzt ging, würde ich gerade rechtzeitig zur Schule kommen. Ah ja, lass mich dir noch einen kleinen Rat geben. Obwohl, er sieht eher aus wie Hanekoma. Wenn ich mir jetzt mal bedenke. Egal, jeder, der das Spiel nicht kennt, da laber ich jetzt sowieso nur Stuss. Ah, so wie das letzte Mal. Wenn sie sich dann besser fühlen, nur zu. Er lächelte, als er den nächsten Satz sagte. Du musst lernen, loszulassen und dein Schicksal zu akzeptieren. Was soll ich denn? Oh, und halte dich nachts von der Straße fern. Die Nacht ist gefährlich geworden. Der Princess Waltz ist...